Hallo meine Lieben, heute gibt es ein aufgebraucht Video Sommer 2018, also Juli, August. Ja, ich habe hier so ein paar Sachen auf meinem Tischchen stehen. Es ist jetzt keine dekorative Kosmetik dabei, lediglich Pflege für die Haut und die Haare. Fangen wir mit den Haaren an. Das kennt ihr von mir schon, ne? Die Ladies, die mich schon länger schauen. Das ist dieses von Schwarzkopf, Polycolor, Dunkelbraun, meine Farbe. Also damit färbe ich mir den Ansatz. Alle vier bis sechs Wochen. Bin ich sehr zufrieden mit, kostet 2,95 €. Genau, Top oder Flop, das ist ein Top. Dann von La Biosthetic habe ich eine ganze Menge aufgebraucht. Das ist dann auf einmal so, dass eigentlich alles alle ist. Das ist dieses Shampoo Lipokerine B. Das ist für trockene Kopfhaut. Das hält ewig, ist teuer, hält lange. Es gibt auch Ladies, die damit nicht zufrieden sind. Eine Freundin zum Beispiel von mir. Hi. Die hat mir auch ihre Haarwäsche geschenkt, die sie sich bestellt hatte bei La Biosthetic. Ich bin damit super happy. Trockene Kopfhaut. Also sehr ergiebig. Lipokerine B. Dazu, das habe ich jetzt auch schon über ein Jahr, das ist ein Trichoprotein Express. Das ist so ein Feuchtigkeitsspray, was man in die gewaschenen Haare gibt. Also wenn das Haar noch feucht ist, sprüht man sich das in die Haare oder als Styling zwischendurch. Ist doch gleichzeitig ein Festiger. Die Haare sind dann glänzender, fülliger, elastischer. Kann ich sehr empfehlen. Trichoprotein Express. Weiterhin gesundes Haar haben wir nur, wenn unsere Kopfhaut auch im Gleichgewicht ist. Das sind diese Visarome. Das ist der Komplex R, also Regeneration. Das sind so ätherische Öle, die man sich mit dieser Pipette auf die Kopfhaut gibt. Das einmassiert, ist nicht rückfettend. Darin enthalten ist Limonenöl, Rosmarin und Lavendel. Also diese ätherischen Öle wirken sich auch stimulierend auf unser limbisches System aus. Und das ist also ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn man auf also diese Visarome sich auf die Kopfhaut träufelt und einmassiert. Das ist also auch beruhigend. Denn wenn unsere Kopfhaut aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann wächst das Haar schon brüchig raus, also bricht das gleich ab. Also die Kopfhaut ist das A und O, Pflege der Kopfhaut und nicht irgendwas nehmen. Also die kosten so um die 29 €, diese Visarome, aber sind auch sehr ergiebig. Wenn die Kopfhaut erstmal in Schuss wieder ist, dann braucht ihr das auch nicht ständig benutzen. Kann ich sehr empfehlen. Also an all die Damen, die Probleme mit ihrer Kopfhaut haben, ihr könnt mir es auch gerne schreiben. Ich stehe gerne mit Antworten zur Verfügung. Was haben wir noch für die Haare? Nix. Das war genug Haar. Das ist hier Balea, Kokos, Ananas. Ich habe immer gesagt Pina Colada ohne Alkohol für den Körper. Das war auch eine Limited Edition. Wirklich ein toller Sommerduft. Ich bin jetzt auch froh, dass es leer ist. Also es gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Aber es war ein schönes Sommerduschgel, was ich so im Wechsel mit anderen Duschgelen benutzt habe. Kokos, Ananas. War ein Top. Dann von Balea, das ist dieses Wasserspray Melone für Gesicht und Körper. Wassersprays gibt es ja nun en gros oder gab es, nee, die gibt es immer noch. Kann ich sehr empfehlen. Jetzt nicht nur für den Strand, also im Urlaub, sondern auch so, wenn es warm ist oder wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, ich brauche mal so einen kleinen Frische-Kick. Wassersprays von Balea. Dann habe ich noch ein Spray von Caudalie, meiner Hausmarke, wisst ihr ja, das ist ein Bio-Traubenwasser, speziell für die sensible, empfindliche Haut. Ist das Gleiche. Das kann man benutzen, wie gesagt, als Feuchtigkeitsspray. So. Zwischendurch, ihr seht, ein kleiner Rest ist noch drin, ein ganz kleiner Rest. Oder auch in die Haare. Oder auch zum Fixieren des Make-ups. Ein sehr schöner, toller Duft. Caudalie gibt es in führenden Apotheken, also die dieses Label führen, oder im Internet. So, ich habe es ja mit dem Rosenwasser, ne, das wisst ihr ja. Das Problem ist, dass Caudalie nicht mehr, also nicht Quatsch, Caudalie, Khadi, dieses Rosenwasser aus Indien, das ist nicht mehr lieferbar. Die Reformhäuser haben das nicht mehr. Und nun musste ich ja umswitchen und bin dann wieder bei diesem
Rosens Rosenwasser, was jetzt auch 100 pro Natur ist, also nur dieses Rosenwasser ohne Alkohol, 100% natural. Der Duft ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also für Frauen, die Rose nicht mögen. Es gibt ja Frauen, die mögen diesen Rosenduft nicht. Ich liebe ihn sehr und ich benutze das zum Abschminken, für Augenpads. Ich benutze es auch für Hals und Dekolleté. Ich habe mir das in so eine Sprühflasche auch abgefüllt, dass ich mir meinen Körper damit auch einsprühe. Also das ist, also Rosenwasser, da habe ich einen ganz schönen Verbrauch. Also das ist alle, muss ich ja ein neues kaufen. Gibt es ja auch bei Douglas oder auch beim DM sogar. Ne? Dann haben wir hier Nivea straffend Q10 mit Vitamin C, die Body Lotion. Mein absoluter Favorit seit Jahrzehnten. Also mit Vitamin C gab es das damals noch nicht. Benutze ich für den gesamten Körper, also Dekolleté nicht. Da habe ich ja meine Dekolleté-Creme oder meine normale Gesichtscreme. Aber für den gesamten restlichen Körper. Zieht schnell ein, fettet nicht, ist ein bisschen straffend. Also, vielleicht habe ich auch Glück, aber ich finde schon, dass sie straffend ist. Also wenn man die jetzt 3 Wochen benutzt, sieht man natürlich noch nichts. Aber ich benutze sie, wie gesagt, seit ewigen Zeiten. Und allen Freundinnen, die ich diese Bodylotion empfohlen habe, die sie auch benutzen, sind begeisterte Anwenderinnen. Ebelin hier, das ist ein acetonfreier Nagellackentferner, der ist auch leer, hält ja auch ewig, ist nicht schlecht, es gibt wahrscheinlich bessere. Ich bin auch froh, dass er leer ist, ich habe jetzt so einen anderen von Santé wieder, den mag ich ein bisschen lieber, aber gut. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier noch von Balea, das ist so ein Roll-On mit Paradiesblüten. Der war nicht schlecht, aber ich würde ihn mir nicht wieder kaufen. Da ist auch noch ein bisschen was drin, der fliegt weg. So der Duft, ne? Man ist ganz toll. Ist wirklich hinreißend, aber irgendwie über den Tag gestaltete der sich nicht so zuverlässig. Die Hylofresh Augentropfen, die habe ich jetzt also wirklich verstärkt benutzt in den letzten Wochen durch Sommer, durch Sonne, Wind, Klimaanlage. Die Augen trocknen ja aus und Tränen. Das nochmal, das ist, also wenn eure Augen tränen, habt ihr zu trockene Augen, dann müsst ihr die Augen befeuchten. Und das Hylofresh gibt es in der Apotheke zu kaufen. Ich würde zwischendurch, auch wenn ihr viel Computerarbeit macht beim Fernsehen, überall, es trocknet alles aus. Die Augen werden ja auch älter. Und die brauchen genauso viel auch Pflege wie die Haut unter den Augen oder generell, wie wir unseren Körper pflegen. Die Augen vergessen wir oft. Also empfehlenswert, 2-mal am Tag Augentropfen benutzen oder auch mehrmals. Da könnt ihr nichts falsch machen. Dann habe ich hier meine geliebte L-Mix. Diese Sensitive Professional, nicht auffällend. Denkt dran, bitte keine auffällenden Zahnpasten zu benutzen, weil über kurz oder lang eure Zähne sich verfärben, wenn ihr irgendwelche Lebensmittel esst, die Farbstoff enthalten, ne? Dann können die ein bisschen sich verfärben einfach. In diesen Schleifpartikeln tut ihr euch nichts Gutes. Sensitive Professional für schmerzempfindliche Zähne, wenn das Zahnfleisch so ein bisschen zurückgeht. Sehr empfehlenswert und macht doch schöne, weiße Zähne. So, davon hatte ich 2 Stück. Ich habe schon mal eine aufgebracht. Ich bin jetzt froh, dass sie endlich leer ist. Diese Arelaya abschwellende Augencreme. Aus dem Reformhaus, 19 Euro, gerechtfertigt ist der Preis. Meines Erachtens nicht, die macht gar nichts. Die ist jetzt auch nicht schlimm, aber sie macht auch nichts. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich, wenn wir eine Augencreme auftragen, wollen wir das Gefühl haben, wow, meine Haut entspannt sich hier unter den Augen. Das ist so, ne? Also mit der war ich nicht happy. Es gibt von Arelaya ja auch andere schöne Produkte, sondern solche Öls, so 2-Phasen-Produkte, aber die Augencreme, also die würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Was ich aber unbedingt weiterempfehlen würde und werde, ist diese revitalisierende Tagescreme, also diese Gesichtsmilch von Dr. Hauschka. Die war jetzt im Sommer sehr schön, weil das eine ganz leichte Tagespflege ist, also ideale Make-up-Unterlage oder für Frauen, die jetzt auch eine leicht öligere Haut haben, würde ich nicht so eine fetthaltige, schwere Creme benutzen. Weil die Hauschka-Cremes sind schon sehr reichhaltig, besonders diese normalen, klassischen Rosencremes. Also diese Gesichtsmilch ist sehr zu empfehlen. Dr. Hauschka gibt es auch im Reformhaus, ne? Oder im Reformhaus, beim Douglas glaube ich auch. So,
das hier, warte mal, das ist diese von Sephora, die fand ich total süß, diese ist klein, war klasse für die Handtasche. Das ist eine Handcreme, eine Feuchtigkeitsspende. Handcreme, Rose, wie immer. Sehr leichtes Fluid, hinterlässt keine, nicht diese fettigen, pappigen Hände. Man kann sofort danach alles anfassen. Die werde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zu den Masken. Und da muss ich meine Brille aufsetzen. Dann habt ihr zwar diese Ringe, weil ich hier diesen Ring anhabe, aber ich muss diese Brille aufsetzen. Also als allererstes haben wir hier diese, in diesen kleinen Döschen, wie die Kondensmilch auch, ne? Nur ein bisschen größer, von Balea, diese belebenden Masken, gibt es glaube ich 4 Stück von, mit Hyaluron, und das ist speziell mit Himbeerextrakt, gibt es noch Erdbeer, Kiwi, Mango oder sowas. Ja. Also kostet glaube ich 99 Cent. Ist, also riecht, ich habe noch einen ganz kleinen Rest drin. So einen kleinen Rest ist noch, ne? Das riecht, also wirklich klasse, ist so ein Gel, sehr kühlend, nach dem Sonnenbad war es sogar ein bisschen prickelnd. Ja, der Vorteil gegenüber einer Tuchmaske, der Nachteil gegenüber einer Tuchmaske ist natürlich, dass man das wieder abnehmen muss, das Produkt. Ist nicht schlecht, kann man haben. Oder ist auch ganz nett, muss man aber nicht unbedingt haben. So, jetzt habe ich hier einige Masken. Das sind jetzt keine teuren vom Douglas. Das sind alles durch eine Sephora, glaube ich. Also einmal haben wir hier diese Tote Meer Tuchmaske mit Straffungseffekt. Salt House Anti-Aging. Ja, die war ganz gut. Die hatten auch schon mehrere YouTuberinnen im Angebot, das haben sie schon gezeigt, ist gut. Hydro Booster, sofort frische Kick, belebt müde Haut mit Aloe Vera, Isana, muss man nicht unbedingt haben. Also da habe ich ehrlich gesagt keinen großen Effekt. Das war auch so ein komisches Vlies, das Vlies hat mir nicht zugesagt. Ich habe das Gefühl gehabt, danach trocknet die Haut aus. Die Tuchmaske Cool Camel, die habe ich auch schon öfter vorgestellt. Die hatte ich jetzt auch in der Ostsee mit, spendet Feuchtigkeit mit Mandelöl. Kostet ungefähr 1 Euro, ist allerdings eine Limited Edition, war klasse, ist gut, empfehlenswert. Dann Beauty-Effekt, Tuchmaske, Aufpolster-Effekt mit Hyaluronsäure. Also ich habe es probiert, befriedigend würde ich sagen. Ebenso befriedigend war diese Vital-Tuchmaske mit Arganöl, Provitamin B und Hyaluronsäure. Das ist diese, also Soforteffekt. Ich weiß aber nicht, was die sich darunter vorstellen, diese Werbemacher mit Soforteffekt, was da passieren soll auf einmal. Ja? Also ebenfalls befriedigend. Diese ganzen Aqua-Tuchmaske hier mit Algenextrakt, die war auch nur befriedigend. Also ich muss sagen, diese ganzen Balea-Masken waren jetzt nicht so überzeugend für mich. Dann haben wir hier eine Augenmaske Hyaluron und Gurkenextrakt. Das sind so zwei Dinger. 100% verbesserte Hautglätte. Wow, für alle Hauttypen. Reduziert Augenfältchen, Schwellung und Augenringe. Kann man sich auch eine Gurke drauflegen. Also war jetzt auch nicht unbedingt. Ich hatte danach einen richtigen fettigen Film unter den Augen. War jetzt auch nicht so der Burner, würde ich sagen. Heißt aber noch eine, ich habe es nicht sortiert, ihr süßen Balea-Tuchmaske. Ach, diese antibakterielle, diese Aktivkohle für unreine und Mischhaut. Das sind diese schwarzen Dinger. Gibt es auch bessere, muss man auch nicht unbedingt haben. Die ist klasse, diese hier Hollywood Skin. Das sind diese Instant, also mit Aloe, Aloe, diese Pads, die so gelartig sind. Die sind klasse. Mit B-Vitamin, mit B5-Vitamin. Also die kann ich immer wieder empfehlen, diese Masken. Ebenso die Lippenmaske von Sephora. Rosen-Lippenmaske. War auch klasse, weil diese Masken so groß sind. Ne, das seht ihr ja. Richtig große Masken sind das. Und da wird also auch die Haut
hier, also oberhalb der, ne, wo sich diese Linien und Fältchen so gerne eingraben, wird die sehr schön mit Feuchtigkeit versorgt. Was haben wir denn noch? Augen-Lippenmaske, Lifting-Komplex von Schebens mit Q10 und Panthenol. Die sind auch nicht schlecht, die kann man sich dann, also ihr seht das ja, wie die Dame das da auf dem Gesicht hat, auf die, rund um die Augen und um die Lippen, kann man machen. Also glättet Augen- und Lippenfältchen und mildert angeblich Tränensäcke bis zu 33%, reduziert Faltentiefe. Wahrscheinlich, wenn man es wochenlang benutzt, aber es ist nicht schlecht. Kostet auch, glaube ich, nur 1 Euro. Ebenfalls von, dann habe ich von Isana dieses Perfect Smile Hydro Gel Pad. Das könnt ihr total vergessen, das braucht ihr euch gar nicht kaufen. Ist eine Limited Edition. Jetzt wird es gerade dunkel, entschuldigt bitte. Da war doch irgendwas. Ich hatte, also genau, ich habe es aufgehoben. Da sind, ich kriege das gar nicht mehr auseinander. Da sind so komische Noppen dran und das pappt ihr euch dann so. Ich zeige euch, sehen, ob ihr das sehen könnt, diese Noppen. Also das und würde ich nicht empfehlen. März, Schlaf dich schön, Hyaluronsäure, Feigenextrakt, Maske. Das sind so Schlaf dich schön Masken, also mit Panthenol, Hyaluronsäure und Feigenextrakt. Das sind auch 2 Stück drin. Was sagt der Stiftung Warentest? Sagt sogar sehr gut. Mhm. Simuliert die hauteigene Regeneration und unterstützt den Schönheitsschlaf. Also die Maske könnt ihr so 2 Nächte, also praktisch habt ihr 4 Anwendungen von März Spezial. Ist gut. Aber so richtig gut, muss ich sagen, ist eigentlich doch richtig gut ist die. Die Hydra Bomb, also ich komme immer wieder zu dieser Hydra Bomb, das ist jetzt hier speziell, mattiert die Haut, verfeinert die Poren mit Grüntee-Extrakt, bin ich sehr begeistert von gewesen. Auch von dieser, die habe ich weggeschmissen, die Verpackung, die hatte ich mit im Urlaub, diese Garnier Aftersun, die war auch ganz toll. Und das war ja nur die absolute Enttäuschung, muss ich sagen, diese Neutrogena. Für glatte, also intensive Feuchtigkeit oder für glatte, jünger aussehende Haut, das sind diese Hydro-Gel-Masken. Ach, da war ja der absolute Werbespruch. Ne? Eine Maske entspricht ca. 30 Anwendungen eines hautglättenden Serums in 15 Minuten. Also ich fand schon mal die Anwendung dieser Masken schwierig und dann sind sie runtergefallen. Also man muss sich dann wirklich hinlegen und mit anderen Tuchmasken kann man ja rumlaufen, ein bisschen was machen im Haushalt oder so, ne? Aber die fallen einfach runter und ich war jetzt auch nicht so begeistert, also ich war da nicht begeistert von. Wie gesagt, jeder empfindet das anders. Das ist ja mein persönliches Empfinden, wie ich die Produkte top oder flop, wie ich die empfunden habe. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, schreibt mir doch mal bitte, was eure liebsten Tuchmasken sind. Ich bin auch ein totaler Sephora-Fan. Diese Masken mag ich auch alle sehr gerne. Ja, und es würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr mir mal so ein paar Tipps geben könntet. Also ich kann mir ja nicht alle Masken kaufen. Es gibt ja so irrsinnig viele und das wird dann ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, Masken können wir das ganze Jahr über machen. Masken kann man nicht genug machen. Und diese Tuchmasken sind ja insofern ganz praktisch, dass man jetzt nicht wieder bei so einer Crememaske muss man das ja alles abnehmen wieder. Man kann im Prinzip danach seine Tagespflege auftragen oder gleich ein Make-up, je nach Hauttyp oder je nach Bedarf. In diesem Sinne, ihr Süßen, war das jetzt mein kleines oder mittleres Aufgebraucht-Video Sommer 2018. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Bis bald. Ciao.